Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, wieder mit Jane. Oh Gott, ich dachte schon, mir fällt der Name nicht ein. Oh, hi, David. So. Der hat mein Outfit gesehen und musste sich sofort an der Oberhemd erstmal vom Leib reißen. So, hier ist auf jeden Fall kein Jen drin. Können die Oberhemd nicht tot sein? Ich weiß gar nicht. Oh nee, der Dog. Also, schon zwei Sachen, die ich nicht mag, ne? Den Dog und Lampkin Lane hier, also... Ja gut, Totem brauche ich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht. Seit dem Umbau oder dem Remake von hier der Lampkin Lane mag ich die Map nicht. Ne? Immer wenn ich schon am Anfang merke, okay, wenn ich am Anfang sehe, ich bin auf der Lampkin Lane, ich denke schon, ey, das wird eine Scheißrunde. Ich weiß auch nicht. Hat sich so bei mir eingebürgert. Genauso wie ich ja diese, dieses zerstörte Ritterdorf da, ne? Damit werde ich auch nicht warm. Und hier mit dieser Map werde ich auch nicht warm. Ja gut, okay, komm. Das war das Zeichen. Schicksal. Ich soll Honey helfen. Schicksal. Komm. Frage ist, das da hinten auch Sprengfalle? Ja, okay, komm, wir müssen Gas geben. Der kommt bestimmt hier hin jetzt. Jo, er kommt. David. Jo. Da, der will auf jeden Fall tunneln, das merkt man doch schon, ne? Sonst hätte er ja David verfolgen können. Aber es muss jetzt unbedingt Honey sein. Ich meine, ich glaube, momentan habe ich ein bisschen zu viel Dead by Daylight gespielt. Ne? Man merkt schon, dass man auf manche Geflogenheiten, wie sie... Ja, du weißt, dass ich hier bin, ne? Ja. Ja, ich hoffe, die Sprengfalle hat geschmeckt. Okay. So. Ja, jo, ich komm. Okay, zwei Hooks, noch kein Gen. Sieht auch echt blöd aus momentan. Nee, aber ich habe natürlich jetzt ordentlich gespielt. So, mal rein. Ah, das ist doch nur ein Zweier-Gen, ne? Naja, nur Zweier-Gen. Okay, dann versuche ich nochmal da hinten zu kommen. Da ist er. Ah, der will in das Haus rein. Der will auf jeden Fall den Gen unterbinden, dass er angeht. Obwohl Honey ist auch an einem Gen verletzt. Okay, ich gehe jetzt an den. Nee, aber momentan, wie gesagt, wegen dem Pass, also wegen den Archivaufgaben und so weiter, habe ich natürlich momentan ordentlich Runden gemacht und da kriegt man so einen Mischmasch von allem, ne? Und meistens schmeckt der Mischmasch aber noch nicht mal gut. Also, entweder Randoms, die einen im Stich lassen, einfach disconnecten. Ach, er hat den Perk bei, wenn er den jetzt hier tritt und jemand downschlägt. Boah, was ist das nochmal? Also, ich weiß, was der Perk macht, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ne? Also, er hat den Perk hier getreten, dann schlägt er wieder einen down und dann explodiert der. Ich denke mal, der kommt jetzt hin, oder? Ja. Die zweite Betäubung. Er muss jetzt wieder tunneln gehen. 100 Pro. Komm. Nee, also wie gesagt, entweder Randoms, die einen im Stich lassen, disconnecten, Killer, die
nur ja, von Face Camping, normales Camping, Soft Camping, also alles immer dabei. Ne? Und man kann, ne, als wenn man 5, 6 Jahre, 7 Jahre Dead by Daylight hinter sich hat, ne? Man kennt es, ne? Dann ist man gewohnt. Aber manchmal macht man auch die Dosis das Gift, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ich bin ja schon dazu übergegangen, ne, dass ich in der Woche, wenn ich arbeite, ne, wenn ich von der Arbeit komme, na komm, wenn ich von der Arbeit komme, oh, ich sehe gerade, ich habe gar keinen Stack mehr auf. Jetzt habe ich wieder einen Stack, aber der waren alle leer. Das heißt, wenn ich von der Arbeit komme, dass ich in der Woche meistens kein Dead by Daylight anmache. Ne? Hat so seine Gründe. Ne? Ich mag das Spiel, ich liebe das Spiel und das wird sich auch nicht ändern. Ne? Nur ich kann es nicht mehr so in dem Ausmaß wie damals einfach die nächste Sprengfalle. Aber ich kann es einfach nicht mehr in dem Ausmaß wie damals, ja, ich sag mal, mir zu Gemüte führen. Ja, es hat sich einfach auch so vieles geändert. Ne? Jo, ich weiß nicht, wie der Perk heißt, aber er hat ihn. Aber ich schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie es euch geht. Spielt ihr nach einem anstrengenden Arbeitstag, spielt ihr dann noch Dead by Daylight? Habt ihr Lust dazu? War es damals anders? Ja, jetzt kommt er wieder. Komm, flink. Oh, okay. Ja, ich wünschte, meine Sprengfalle wäre schon wieder parat. Aber wir haben das Verhältnis ein bisschen umgekehrt, ne? 4 Hooks, 3 Gens an. Okay, jetzt geht er da hinten hin. Nee, ich würde es gerne wissen. Spielt ihr anders als damals? Die Veränderung spielt, also wenn man meistens so wie ich Solo spielt, dann hat sich das im Laufe der Jahre schon ordentlich verändert. Ne? Wie gesagt, hat meine Liebe zum Game, ne, zu Dead by Daylight, keinen Abbruch getan. Auch wenn ich mit vielen Sachen, die gemacht worden sind, einfach nicht persönlich nicht einverstanden war. Trotzdem, ne, Game on heißt es. Und, da komm, den krieg ich aber jetzt fertig. Yo. Natürlich, natürlich. Jetzt einmal beruhigen. Okay, jetzt nur noch ein Gen. Ein Gen. Aber wie gesagt, würde mich halt gerne sehr interessieren, wie ihr das so seht. Wie gesagt, schreibt einfach dazu. Ja, ey, ich kann nicht verstehen. Ich bin auch Solo-Game, also Solo-Queue-Spieler. Oder, nee, ich spiele das auch am Ende eines stressigen Arbeitstages. Und das baut mich auf. Ne? Obwohl, ihr könnt es natürlich schreiben, ich würde es aber nicht glauben. Ne? ich frage mich echt, wenn jetzt einer reinschreibt, ja, am Ende eines stressigen. Oh, Honey. Oh, Down. Oh, Honey und Oh, Down. Am Ende eines stressigen Arbeitstages baut mich Dead by Daylight auf. Das. Aber bitte ehrlich, ich möchte echt wissen, ob das also in der Gruppe davon rede ich jetzt gar nicht, ne? Aber wenn man Solo spielt, ich hoffe, ich komme jetzt noch weg. Ich möchte jetzt nicht hier als letzter hängen, ey. Oh, ich habe noch Erschöpfung aktiv. Kommt.
Oh shit. Nein. Das war jetzt mein Fehler. Ich dachte, ich hatte damit gerechnet, dass er von rechts kommt. Und als ich dann links seinen roten Killerblick gesehen habe, da bin ich einfach losgesprungen. Aber haben wir eigentlich noch gut durchbekommen, ne? Die Runde. Wenn er jetzt nicht sein Elektro-Inferno rausholt und Honey sieht. Weil der David macht da hinten einen schönen Ausgang auf. Hi, hi. Oh, 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 oh. Weil in der Gruppe macht Dead by Daylight natürlich noch um einiges mehr Spaß, auch wenn man da jetzt Scheißrunden hat, ne? Da macht's einfach, Ach, er geht, ist er tanken gegangen, ne? Oh, shit. Er kann noch einmal hängen. Aber ich muss mich beruhigen und heilen. Wenn er jetzt kommt und uns rausdrängt, ist natürlich scheiße. Nee, ich muss mich jetzt. Ja, ich muss mich erst beruhigen. Was? Warum? Ey. Keine Ahnung, ich hole ihn jetzt einfach. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ich wollte einen Schlacht tanken und warum ist der Honey nicht rausgelaufen? Komm David, ich darf jetzt keinen Schlag. So, du kannst ja einen Schlag, ne? Ich muss mich aber noch dazwischen bringen. Ich muss mich dazwischen bringen. Das läuft ja irgendwann aus. Ja, ja, ja. Ja, so ist geil. Geil, 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 geil. Wow. Warum ist er nicht auf mich gegangen, der Schlag? Aber er ist raus. Oh, Gott sei Dank. Ey, was für ein Finale, ne? Was für ein Finale. Ich frage mich, was hat Honey denn da gemacht? Oh, Mann. Ich wollte einen Schlag tanken und Honey geht nicht raus. Weil er hätte sie am Ausgang gestanden, hätte ich auch losrennen können, wenn der Schlag auf sie gegangen wäre. Dann hätte er ja kurz einen Cooldown gehabt. Oh Mann. Ja, wie gesagt, haut's in die Kommentare, was eure Meinung ist dazu, was ich halt so erzählt habe. Ansonsten hoffe ich, es hat gefallen, Spaß gemacht. Die 1000 Abos haben wir ja. Aber zerstört weiterhin den Abo-Button. Ne? Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, euer Malida.